So, wir machen weiter und gucken, was hier unten so ist. Ach so. Ach, okay, hier ist in der Tat wirklich gar nichts. Gut, dann hat sich das alles ja erledigt. Und dann rutsche ich einfach hier runter, aber nicht rückwärts. Ah, jetzt bin ich doch wieder hier, okay. Okay. Die Frage ist, komme ich? Ich glaube, ich gehe einfach hier runter. Das bietet sich am ehesten an. Weil, ja gut, hier könnte ich wieder dort hoch. War da nicht noch... Ach ja, da war noch das Medipack, zu dem ich wollte. Bei dem ich aber nicht wirklich weiß, wie ich hinkomme. Ich glaube, dann probiere ich das halt nochmal. Und wenn ich nicht an das kleine Medipack komme, dann ist das auch nicht so wahnsinnig schlimm. Hatte ich den Hebel schon? Nein, das... Ach, scheiße. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja, ob ich an das Medipack noch rankomme, mal gucken. Aber man muss echt darauf achten, dass man nicht durch diese Gitter fällt. So, dann nochmal hier lang. Ich lasse mich jetzt einfach mal hier runter. Das war nichts. Ich will jetzt... Ach nein! Ich will jetzt dieses Medipack noch haben. Auch wenn das nichts Besonderes und Tolles ist. Egal. Ich habe es gesehen und ich möchte es haben. Da hinten. Also ich bin der Meinung, wir brauchen mindestens noch einen Schlüssel. So von den ganzen Türen, die ich bis jetzt gesehen habe. So, jetzt vorsichtig. Also da ist offen und da ist offen. Kann ich hier hinten überall rüberlaufen? Ja. Es könnte natürlich sein, obwohl, nee, da ist ja eine Wand. Das heißt, vielleicht kommen wir zu dem Medipack durch eine höhere Öffnung. Denn da oben kommt man auch irgendwie runter. Die Frage ist nur, können wir da von hier hin oder ist das gar nicht so gedacht? Es sieht irgendwie nicht so aus. Okay, Leute, ich glaube dann lasse ich das erstmal und gehe wieder.
komme ich von hier wieder. Aua. So, wir fangen wieder hier an. Dann würde ich jetzt einfach weiter runtergehen. Wo ist die zweite? Genau. War nicht im Wasser hier auch noch was? Ja. So. Wenn das Krokodil schon mal tot ist, habe ich fast nichts mehr zu befürchten. So, hier ist auch noch ein Schlüssel hinter. Weil die können wir leider nicht mit Schlüsseln öffnen. Ist hier sonst noch was im Wasser? Ich will ja auf Nummer sicher gehen. Okay, ich glaube, dann wage ich mich mal ins Wasser und das war eine ganz schlechte Entscheidung. Scheiße, ich will hier wieder raus. Ich will hier wieder. Nein! Komm, Lara, raus hier. Raus hier und erstmal. Och, da sind noch zwei. Na klar. Oh, okay. Jetzt sind sie erstmal tot. Oh, mein Auge tränt gerade voll. Einen Moment. Oh. Das kommt davon, wenn man stundenlang auf diesen PC-Bildschirm starrt. Okay, hier kann ich auf jeden Fall durch. Das möchte ich gleich mal machen. Oh, ein Geheimnis. Ist auch eine ganz winzige Fläche, ne? Jetzt bin ich wieder hier. Das heißt, ich hätte nach unten schwimmen müssen. Hier sind ja Algen. Wo bin ich hier? Das ist wieder was anderes. Ach nein, nicht wieder nach unten, Lara. Ah, hier bin ich schon mal auf der anderen Seite von so einem Dingens. Ich dachte, hier lag was. Okay, da oben ist ein Hebel. Habe ich das richtig gesehen? Da oben ist ein Hebel. Da kommen wir wohl ran, wenn das Wasser höher steht. Kann das sein, dass wir jetzt hier noch gar nichts machen können? Einfach weil wir zu weit unten sind. Okay. Okay. Schade. Ach, und hier geht's auch noch weiter. Kommen wir aber jetzt auch noch nicht hin. Okay. Gut, dann den ganzen Weg wieder zurück. So ein bisschen sieht das aus wie so ein Hai-Schlund, der weit aufgerissen ist, oder? So. Dann möchte ich noch mal kurz hier rein. Und hier runter. Ah. Ja. Ja, nimm sie. Das ist also das Geheimnis gewesen. Okay, das heißt, ich sollte erstmal wieder das Wasser steigen lassen.
Frage ist, ob es dann schon reicht. Hier, von hier unten kann ich ja die Wasserhöhe nicht regulieren, wie es aussieht. Ja gut, dann muss ich jetzt wieder einen Weg hochfinden. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich jetzt das Wasser wieder steigen lasse. Nein, ach nein, nicht schon wieder. Auch nur ein bisschen frustrierend, wenn man dann immer denkt, ach, Lara hält sich schon fest, es dann aber nicht automatisch tut. Gut, die zweite Ratte lassen wir erstmal. Komme ich auch so daran? Ja. Sehr gut. Okay, jetzt wieder Vorsicht. Nicht, dass wir schon wieder da reinfallen. Komme ich darüber? Okay. Und jetzt mal wieder Wasserpegel nach oben. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Aua. Oh ja, hier ist ja schon das ganze Wasser. Aber jetzt habe ich die verdammten Krokodile noch nicht getötet. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, ich möchte hier noch mal speichern. Vielleicht sehe ich ja die Krokodile von hier. Ah, ja, zum Beispiel da, zum Beispiel da. Scheiße, die werden mich doch jetzt bestimmt töten. So, dann muss ich jetzt hier irgendwo rein, ne? Irgendwo. Da war das Geheimnis. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und dafür habe ich jetzt auch nicht wirklich die Luft. Wenn ich hier gut durchkomme, ja, das schafft sie. Dann bekommt sie hier oben Luft. Da ist die blöde Ratte sehr gut. Die ist nicht im Wasser. Was passiert, wenn ich den Hebel ziehe? Ich glaube, ich mache das gleich erst. Ah, jetzt. Wie ist bitte das? Hä? Stellt die sich tot? Oder ist die doof? Nein, 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 nein. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Wie sind bitte die fetten Krokodile durch diesen kleinen Gang gekommen? Vielleicht sollte ich auch mal ein kleines Medipack nehmen. Hier gibt es ja zum Glück auch noch ein paar Sachen.
Ja, da ist das blöde Krokodil immer noch. Erstmal Medipack holen und dann werden wir das hoffentlich erledigen. Na komm, komm her. Kriegt das jetzt wirklich Angst und kommt nicht mehr? Oder wir versuchen es noch mal von der anderen Seite. Wobei. Nein. Ich möchte das jetzt erledigen. Ach verdammt, sie hätte es fast bekommen. Ja, auch tot. Sehr gut. Okay. Jetzt ziehen wir noch schnell am Hebel und gucken, was der so macht. Frage ist, wie weit muss ich dafür untertauchen? Aha. Okay. Wo auch immer das jetzt genau ist. Komme ich hier noch irgendwo hin? Nee. Hier war ich ja vorhin schon. Auf der anderen Seite. Ach so, da ist das. Genau da ist das. Okidoki. Dann möchte ich jetzt noch kurz ins Geheimversteck. Ich glaube, das war hier. Die Muni mitnehmen. Nein, Lara, 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 Lara. Okay, dann wieder schnell hoch und Luft schnappen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir, was wir mit den Schlüsseln machen und was hinter den Türen ist, die die Schlüssel aufschließen. Also bis dann.